Die Burg Oberkapfenberg war wieder für all jene, die ans Heiraten denken, ein wichtiges Ausflugsziel. Circa 25 Aussteller präsentierten alles zum Thema Hochzeit im Rahmen der 29. Hochzeitsmesse, organisiert vom Tourismusverband Kapfenberg. Wir sind hier heute auf der Burg Oberkapfenberg und allein auf der Burg finden ja eine Reihe von Veranstaltungen statt. Das ist ja wirklich unser großes Aushängeschild. Natürlich auch neben vielen anderen tollen Lokalitäten, Plätzen, was in Kapfenberg zu besuchen sich lohnt. Aber gerade die Burg, wie man jetzt da sieht, im Winter zu jeder Jahreszeit immer wieder eine Reise darauf wert. Tolle Kulinarik und das ist einfach immer wieder sehenswert und begrüßenswert, wenn man da raufkommt. Die Burg Oberkapfenberg bietet nicht nur das Ambiente für die Hochzeitsausstellung, sondern auch Hochzeiten werden hier zu einem Erlebnis, zumal die verschiedensten Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. Die Küche und der Service hervorragend organisiert und auch verschiedenste Aktivitäten angeboten werden, wie das Armbrustschießen in der dafür vorgesehenen Schießstätte unter fachkundiger Betreuung. Für den schönsten Tag im Leben haben wir das richtige Ambiente, Rahmenprogramm und die passende Kulinarik. Und im Weinkeller ein gutes Tröpferl genießen, was will man noch mehr? Vom Weinkeller starten wir einen kleinen Rundgang und da sind uns die vielen Hochzeitstorten der Park-Café-Konditorei Moser Fink aufgefallen. Wir sind für die Hochzeitstorte zuständig, die natürlich dann auch ein wichtiger Teil der Hochzeit ist. Also grundsätzlich kann man fast sagen, alles Gewünschte ist möglich, bis zu einer gewissen Grenze natürlich. Die Hochzeitstorten fangen von zweistöckig oder einstöckig sogar bis achtstöckig oder neunstöckig. Die Verzierungen werden natürlich ganz auf Wunsch der Brautpaare kreiert, wobei jetzt die meisten Brautpaare schon mit sehr konkreten Vorstellungen bezüglich der Farbe oder des Blumenschmucks kommen und wir probieren dann eben die passende Torte zu finden. Konditorei Moser Fink hat aber noch mehr. Uns findet man in Aflens Kurort, gleich direkt neben dem Kurpark. Uns gibt es jetzt bereits seit 20 Jahren und zu dieser Saison sind jetzt speziell eben die Hochzeitstorten sehr gefragt. Und ansonsten gibt es bei uns die ganze Zeit eigentlich die Mehlspeisen und im Sommer spezialisieren wir uns dann auf das Eis. Und im Winter, also über die Weihnachtszeit, dann speziell Schokolade und die ganzen Produkte, Schokolade, Figuren und Pralinen. Auf das Einkleiden des Brautpaares und der Hochzeitsgäste hat sich Brautmoden Hufnagel spezialisiert. Wir sind in Park Gleichenberg, wir haben einen Brautsalon und ein Modehaus mit eleganter Mode. Wir haben auch für den Herrn alles, für die Kinder. Wir starten die Braut komplett aus, Kleid, Unterwäsche, Schuhe, auch für den Herrn haben wir die Schuhe dazu. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, weil man dann auch schon komplett gekleidet ist. Hufnagel hat aber noch etwas Besonderes anzubieten. Wir haben total wunderschöne Brautsalons. Da ist praktisch die Braut mit ihren Damen, Eltern, also mit der Mutter meistens, Freundin, genau, komplett abgeschlossen in einem Brautsalon. Und da gibt es verschiedene Salons. Da ist sie eigentlich komplett allein, ganz mit der Beraterin. Und da kann man sich auch wirklich Zeit lassen und Kleider probieren. Mit Ruhe, ganz, das ist wirklich immer ein Erlebnis bei uns. Also zurzeit sind die Spitzenkleider total in, vor allem die Kleider mit Tattoospitze. Kann man auch in verschiedenen Farben dieses Kleid probieren. Beim Bräutigam gibt es halt die Herrenabteilung, auch riesengroß ausgestattet, auch sehr gemütlich. Kann man zwischendurch auch einen Kaffee oder einen Sekt trinken, wenn es zu anstrengend wird. Bei Brautmoden Hufnagel ist Mann und Frau in guten Händen. Nicht zu vergessen die Trauringe. Jonas hat da noch ein bisschen Zeit, bis es soweit ist. Wir schauen aber beim Juwelier und Meisteruhrmacher Thomas vorbei. Er hat die größte Auswahl in der Steiermark. Wir haben über 1100 Paar Trauringe auf Lager und so wie der Partner eben verschieden ist, ist auch der Ehering verschieden und dementsprechend haben wir die größte Auswahl und bei uns bleiben eben keine Wünsche unerfüllt.
Wir haben die neuesten Trends für Sie parat. Das sind die neuen Trauringe mit Gold und Carbon in Weißgold, in Gelbgold, in Roségold, natürlich auch in Platin und Palladium erhältlich. Wir haben eine riesengroße Auswahl mit Gold und Carbon und wir würden uns sehr freuen, wenn wir Ihnen die Ringe präsentieren dürften. Jetzt geht es nur noch darum, den schönsten Tag des Lebens auch bildlich festzuhalten. Und da sind wir bei Helmut Reisinger, Fotograf mit viel Erfahrung. Ja, das ist so. Seit über 40 Jahren ist das mein Metier und meine Leidenschaft. Wie sind die Gestaltungsmöglichkeiten? Ja, die Möglichkeiten sind breit gefächert und wir schauen immer, dass wir sehr individuell auf jedes Hochzeitspärchen eingehen, weil ich sage immer so, jeder hat andere Wünsche, jeder hat andere Vorstellungen und da gibt es eben ein Vorgespräch und dann schaut man sich die Locations an und ja, wenn man sich die Bilder so anschaut, das geht vom Berg im Edmistel bis so in die Weingegend und so weiter, also da haben wir auch Brautpaare, die in einen Teich hupfen, weil es einer Spaß macht und so, also sehr individuell. Wie geht man am besten vor? Ja, bei uns in der Firma am Kapfenberger Lindenplatz, gegenüber vom Kino, werden alle Brautpaare sehr individuell beraten. Ich bitte um einen Anruf, damit wir uns einen Termin ausmachen. Dann haben wir viele Alben, die man sich anschauen kann. Wir können über den Computer ein bisschen schauen, was es alles für Möglichkeiten gibt. Und dann kriegt wirklich jedes Pärchen das, was es sich vorstellt. Die Hochzeitsmesse auf der Burg Oberkapfenberg war für 2018 erster Anfang. Das sind wieder die Music Night, dann kommt das Josefi-Fest in Baschlug, das ist dann zu unserem steirischen Landespatron am 18. März. Dann kommt schon das große Streetfood-Festival, das voriges Jahr wieder sehr, sehr gut angekommen ist und wird heuer auch wieder gemacht. Dann ist das Auenherzen, das dreitages Brauchtumsfest, das ist dann im Mai und dann geht es eh schon hinein wieder in den Sommer. Schwerpunktveranstaltung ist da zum Beispiel das Chill Hill, Six in the City, also eine Reihe von Veranstaltungen, bis hin natürlich nicht zu vergessen die Kabarettreihe rund um das Hotel Böhlerstern, das wird sehr, sehr gut angenommen. Also ein bunter Mix und das findet man auch auf unserer Tourismus-Homepage, findet man einen tollen Veranstaltungskalender und da wird man sehen, dass es fast keinen Tag gibt, wo in Kapfberg nicht irgendwo eine Veranstaltung, eine tolle stattfindet. Und ab April fliegen sie wieder, die Falken, auf der Burg Oberkapfenberg. Ja, ich stehe hier heute mit unserem Sakerfalken, unserem Shogun. Unser Shogun ist eigentlich schon seit 7 Jahren mit uns dabei. Ab April geht es wieder los und da kann man ihn auch bei uns wieder in Action erleben. Da wird er hier oben auf der Flugterrasse eben wieder seine Runden drehen. Ich bin die Falknerin hier, mein Name ist Antonia Praschel. Ich bin jetzt auch schon fast 7 Jahre bei uns auf der Burg. Ja, und ich freue mich, wenn Sie ab April alle wieder zu uns heraufkommen.